Und hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu Let's Play Colonization. Mit mir dem Captain. Und das letzte Mal habe ich nur meine Pläne verkündet. Und zwar, ich will ja noch eine Siedlung gründen, und zwar die hier hinten. Und dann hätte ich zumindest 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dann habe ich natürlich noch so 1, 2 hier ausgemacht, vor allen Dingen die hier mit dem 1, 2, 3, 4 Fische hier. Und da drüben ist sogar noch ein Fischer, wo ich dann halt sau viel Leute kriegen kann. Ich bin hier nochmal gespannt, was sonst noch passiert. Ich meine, ich kann jetzt hier noch die Mission machen. Das wäre auch sinnvoll, die Mission mal zu machen, damit ich einfach was kriege. So, dann geht natürlich gleich irgendjemand auch hier hin und ich habe hier zwei Kanonen. Siedlungsverteidigung plus 50%, ne? 100% Siedlungsangriff. Habe ich natürlich mit den zwei Kanonen ganz gut was, ne? So, du hast zumindest, wer hat keine Waffen? Du hast keine Waffen, aber du baust ja auch gerade erst das Dock. Du hast dafür aber die. Das heißt, da muss auch was rein, okay. Du hast hier auf jeden Fall die Werkzeuge. Plus 3. So. Wenn der fertig ist, sollte der hier einen in die Waffenkammer setzen, um Waffen herzustellen. Und du hast zumindest einen, der hier auch zu den Waffen greifen kann. So. Du hast hier Pferde und Werkzeuge und du hast Waffen. So, ich glaube, ich muss das anders machen. Gucken wir mal hier. Wer hat von was was? So. Waffen. 50, 50. Guadeloupe und St. Louis haben keine Waffen. Okay. Das heißt, ich muss auch noch mal ein paar Waffen irgendwie herbekommen, damit ich in jedem Ort Waffen habe. Und Pferde auch, ne? Ja. Und dann auch noch Werkzeuge, ne? Waffen, Werkzeuge, Pferde sind das A und O. So, aber machen wir erstmal nächste Runde. 72. So. Wir können mit diesen zwei Leuten jetzt. Also einmal brauche ich einen Bauern da unten. Okay, du sollst mit dem Häuptling sprechen. 194. Ah, erfahrener Bauer. Geht hier auch. Okay. Und die wollen was? Pferde haben. Und die wollen auch Pferde haben. Okay. So, die Straße ist fertig. Auch die Brücke ist fertig. Gut. Eine Mission errichten. Dann bitte meine Mission errichten. Sehr schön. Sollte doch jetzt eigentlich auch Religionspunkte geben, oder? Oh ja, hat gleich mal richtig Religionspunkte gegeben, ne? Zwei konvertierte Einwohner plus 50% Bekehrungsrate durch Missionen. Okay. Damit sollten die noch schneller zu mir kommen, ne? Kriegt man auch noch mal den einen oder anderen Ureinwohner hier raus, ne? Eins, zwei. Ach, das ist der Speer von ihm. Ja gut, der kommt hier unten nicht mehr weiter, ne?
wenn der Bauer fertig ist, kann er ja erstmal hier rüberziehen. Dann ist er zumindest schon mal hier und kann noch mal ein bisschen Dienst tun. Bis dahin kriegen wir auch über das und das auch den Weg da hoch hin, ne? So, 20 Holz, das reicht vollkommen aus, um das Dock fertigzustellen. So, dich liefern wir da ab. Und mit dem Rest fahren wir da oben weiter. So, du nimmst die 30 noch mit. Haben wir noch irgendwas? Tabak, Hügelland? Nee. Ich übersehe auch keine Ruinen hier, ne? Die Straße machst du. Oder plus 50% Ureinwohnerbekehrungsrate durch Mission, aber das ist dann auch wieder nur eine Mission, ne? Das andere ist halt für alles, ne? Die 25%, ne? Ach nee, der ist erstmal bei 484. Dazu muss der hier erstmal genommen werden, ne? Ja, das ist sowieso schon schwierig genug, glaube ich. Handelsgüter in Frankreich ist auf 1 gefallen und Stoff ist gestiegen. Alles klar, ne? So, die 63 Blätter nehmen wir auch noch mit. Und Holz in Bretter um. Ja, 14 noch, nächste Runde. Nächste Runde gibt es nochmal einen freien, den kannst du gleich mal da oben dann hinsetzen. Ah ja, genau, du sollst bei den Ureinwohnern leben, genau. Es wäre mir eine Ehre, wenn ihr mich zum Bauern ausbilden würdet. Sehr schön. So. Dann gehst du da hoch. Und du gehst mal so. Jetzt nochmal warten hier. Ja, der nächste kommt sowieso jetzt. Acht, ne? Eine Runde noch. Dann machen wir es mal so. Beschleunigen wir es mal. Genau. Dann kommt nächste Runde dort. Dort und ah, hier noch nicht, aber kommt wenigstens an zwei Stellen noch mal ein neuer Siedler, genau. Moment, die Straße ist doch schon, ja, genau, dann gehst du dahin.
Da der dort ist, kannst du das Holz sammeln. 7, genau. Da ist das Sägewerk nämlich auch bald fertig. Du übernimmst das und kannst hier auch das Holz sammeln übernehmen. Dann ist das Sägewerk dort auch bald fertig. Perfekt. Straße bauen. Hier zwischen. Wunderbar, so klappt das. Sehr schön. Und fragen wir den König doch einfach mal. Wobei, nee, Werkzeuge wollte ich mitnehmen, ne? 300 haben wir, 100 Stück. Und in Frankreich, religiöse Unruhen ist, wunderbar, ein Meisterschmied entstanden. Sehr schön. Du solltest hier doch eigentlich eine Straße bauen. Bei den Ureinwohnern leben, genau. Es wäre mir eine Ehre, wenn ihr ihn zum erfahrenen Fischer ausbilden würdet. So. Dann gehst du gleich mal runter, holst den ab. Hier, volle Kraft voraus. Ab in die alte Welt. Oh, das ist fertig. Gut, dann noch eins, zwei. Und dann haben wir sogar, glaube ich, den Weg hier fertig, ne? So. Docks. Jawohl. Jetzt muss ich nur noch das Lagerhaus schaffen. Muss ich noch mal ein bisschen was an 6 Holzfäller. 6, okay, ist egal. Muss ich hier noch mal ein bisschen was daran schaffen? Gut. So, verkaufen. Und Pferde, 600 und 150 den Meisterschmied hier, ne? Moment. Wie viel Werkzeuge fehlt mir jetzt, ne? Es fehlt mir, glaube ich, doch eine ganze Menge, oder? So, du hast 100, du hast 114. 100, mir fehlen auf jeden Fall jede Menge Werkzeuge, genau. So, ich lasse euch mal alle am Dock stehen. Und nehme mal nur Werkzeuge mit. Westen, Osten. Okay, Westen. In die neue Welt segeln, Osten. Osten ist rechts, genau.
Jetzt kann ich mich noch entscheiden, oder was, in welche Richtung, Seite der Welt ich segeln will, ne? Gut. Na, immerhin. Du kannst hier lang, dann kannst du gleich mal rüber. Ah, perfekt. Und der Fischer ist auch schon fertig. Sehr gut. Was wollt ihr hier mit dem Häuptling reden? Wir kriegen noch mal ein paar Erfahrungspunkte. Kann ich gleich da drüben die nächsten Ruinen einsammeln, ne? 1, 2, 3. Das dauert noch ein bisschen. Aber du kannst 1, 2, 3, du kannst hier hin. Damit du da unten fertig machen kannst, ne? Der Bauer, ne? Der Fischer dafür. Die zwei Fischer da. Damit wir erstmal die wichtigsten Sachen besetzt haben, ne? Ja, du machst hier immerhin plus 4 Nahrung, das passt ja auch, ne? Der nächste wird fertig hier. Sehr schön. Wieder einer, der fertig wird. Ja, du kannst aber mal den jetzt loslassen und Moment. Was du jetzt hier oben eigentlich? Werkzeuge, Waffen hast du genug? Hattest keine Werkzeuge? Du hattest 100 Werkzeuge, okay. Gut, dann gehst du erstmal da durch. Dann machst du die Straße erstmal fertig. So. Und hier durch. Zack. Der Eisenminenarbeiter kann eigentlich auch zu der Eisenmine weiter nach oben gehen, ne? Kolonist. Dafür kannst du jetzt das Holz fällen hier. Hilft beim Sägewerk. Du kannst bis nach ganz da oben dich verziehen. Ah, willkommen. Ich bin vom Apachenvolk. Es möge Frieden herrschen. Na gut. Dann gehst du schon mal dem entgegen. Du hast gar kein Werkzeug. Und du hast nur 50 Werkzeug. Okay, gut. Dann mal gleich darüber gehen. Das Lagerhaus braucht. Na gut, braucht noch ein bisschen was. Gut. Sechzehn Runden. Siebzehn Runden. Okay, halt, Moment. Ah ja, du brauchst noch 30 mehr. Du brauchst noch volle 80 mehr. Na gut.
Es ist eine Zeit, die Steuern zu erhöhen. Ach, ich küsse euch voller Dankbarkeit den Ring, Euer Majestät. Drecksack, Drecksack. So, du gehst da runter. Gehst hier hoch. Und da drüben haben wir noch einen Defensivbonus. Was ist das? Ist irgendwelche sonstigen. Ist da auch was? Nee, Lichterbonus. Das sind noch 26 Holz, die da fehlen. Na, noch ein. Nee, sollte eigentlich passen, ne? Immer 13, 21, nein, reicht nicht. Einmal wirklich noch Holz. Gut. Rum ist gefallen, okay. Das können wir ruhig auch fällen, genau. Und du gehst noch einen runter. Eins, zwei und drauf. Und bis hier unten rein, jawohl. Nochmal Erfahrung gesammelt, jawohl. Die haben jetzt 42 Erfahrung. Junge, Junge, Junge. So, Werkzeuge. 100 Stück hier. Und dann du mal Pionier, nimmst die anderen 100 auch dahin. Ja, das Holz brauchen wir nicht. Du kannst in der Zeit auch so weitermachen. Brauchst du das Holz die ganze Zeit? Eigentlich auch nicht, ne? Das heißt, naja, behalten wir es mal. Okay, für einen kurzen Augenblick können wir es mal noch machen. Haben wir wenigstens Holz liegen. Und nehmen wir das mit. Haben wir hier irgendwas Tolles? Da haben wir noch das. Alles nichts Besonderes. Du sammelst auch nicht mehr. Du kannst jetzt auch hier hingehen, das Lagerhaus fertigstellen. Grunde genommen, ja,
Du machst den da oben fertig und du kannst hier unten, glaube ich, dann mal hingehen. Die Minen, ne? Weil dieses eine hier, diese eine Packung Bretter oder so macht ja nichts, aber ein Silberding hier macht enorm viel aus, ne? So, hier rüber. So, da lang. Eins, zwei darüber. Naja, gut. Gehen wir mal hier hin. So, die Kolonie steht. Martinique. Siedlung untersuchen. Können direkt mit sechs Nahrung anfangen. Können direkt das Lagerhaus produzieren. Genau, 30 Runden. Sprich, 6 da. 6 da, alles klar. Dann ist es egal. Sammeln wir kurz ein bisschen was an Brettern. Ne, Moment. Bevor wir das machen, sammeln wir ein bisschen was an Glocken. Denn ich brauche ja auch wieder ein paar Glocken, bis ich hier die 484 habe. Die will ich ja kriegen. Die 24 können da noch rein. Und dann dürft ihr mich da... Oh. Grenadier, Veteran. Plus 25 gegen Belagerungswaffen. Und wir reden mit dem Häuptling und wir kriegen noch mal ein bisschen was an Perlen. Und ihr wollt... Oh, ihr gebt uns auch erfahrene Fischer, okay? So, haben wir hier irgendwas? Da sind Bananen. Acht Stück davon. Das heißt, der nächste Werkzeugmacher geht auch nach da oben. Dann kann der nämlich auch da rein und dann, ja, dann haben wir halt sowas von Werkzeuge, ne? Ach, das werden dann 10 da oben. Ja, das werden dann echt viele. Und das alles nur von einem. Ja, dafür ist der halt auch spezialisiert, ne? Der König ist Frankreichs besorgt wegen der hat noch 5 weitere Einheiten. Meine Güte. Ist langsam gut hier, ne? Wie viele Einheiten hast du denn? Kontinentalkongress? Ne, Gründerväter. Militärberater. Revolutionsberater, genau. Ich habe gerade mal 2 Kanonen, einen Soldaten. Was? Einen Soldaten? Eine Miliz? Sechs Kriegsschiffe. Du hast schon 13 Berufssoldaten. Ich muss eine ganze Menge mehr aufwarten, ne? Du kannst... Ja, du kannst direkt dahin.
Dann machst du das jetzt mal so. Und du gehst dahin und der Fischer geht dahin und damit haben wir plus 9. Und du gehst raus. Kolonist. Und du holst das Holz. So. Damit kannst du jetzt an Bord des Schiffes gehen und kannst dich zum Fischer ausbilden lassen. Stimmt. Moment, was ist das? Achso. Der geht nur durch. Das heißt, du bist Pionier jetzt. Ja, du musst jetzt warten. Okay. Schade, hätte ich es glaube ich erst geklickt, dann hätte es geklappt, ne? So, hier brauchen wir auch nur noch zweimal Fischer. Das ist natürlich klar, in St. Louis braucht man jetzt eigentlich noch am meisten was, ne? König von Frankreich. Oh Gott, nochmal 5 Einheiten. Du bist jetzt aber echt nervös, Junge. Ach Mist. Okay, gut. Muss ich noch eine Runde warten? Okay, du kannst mal so gehen. Ist ja irgendwo noch was zum kaputt machen? Nee. 110, jawohl, gut. Dann haben wir immerhin ein bisschen was noch. Ja, alles klar. Du darfst da noch machen und dann den. Du den, du den. Nur noch zweimal Bauer, ne? Also. Vielleicht brauchen wir noch ein paar mehr. Auf jeden Fall brauchen wir genügend Spezialisten, um genügend Nahrung zu kriegen hier. Prinzip könnte eigentlich der andere Bauer. Naja, dazu müsste der dort fertig werden, religiöse Unruhen. Okay, und der. Hey, jetzt spinnt er aber langsam, der König, ne? Also, schon 6 Einheiten jetzt verstärkt, ne? Jetzt spinnt er echt, der König. So, aus 12 Stück. Also jetzt macht er hier echt so Lagerhauserweiterung. Aha.
Plus 200 Güter gelagert, okay. Güter jenseits der Lagerkapazitäten werden zu 50% des Preises in Europa verkauft. Okay, das heißt, ich kann damit sogar noch mehr machen dann. Die Schule. Die Kirche. Die Stallungen wollte ich doch eh machen, ne? Drei Runden. Sechs Runden, komm. Stallungen, so. Jetzt geht's echt los. Jetzt kann ich endlich mal loslegen hier, so. Gibt's noch was Besseres als das dann? Schmiedebetrieb. Waffenkammer. Genau. Stallungen, so. Ja, nicht besonders viel Geld jetzt, was ich gekriegt habe, ne? Noch ein Meisterschmied, ja, den nehmen wir mit. Wir starten den aber wieder mit. Mit Waffen, nee, mit. Waffen starte ich nicht aus. 350, 350 mit Werkzeugen. Mit Waffen wäre 350. Die sind auch teuer mit 7, ne? Ja, nehmen wir noch ein paar Werkzeuge mit. Komm. Kann man immer brauchen. So, ab in die neue Welt. Ah, dauert 4 Runden jetzt hier, okay. So, damit sind die Werkzeuge da und er kann das Sägetum abgeben. Kolonist. Und dann kannst du hier ihm einfach hinterher düsen. So, jetzt brauchen wir wirklich. Da unten noch ein paar Bauern, da brauchen wir Fischer. Da brauchen wir Fischer, da brauchen wir Fischer. So, wo wir dahin sind, das sind 4 Runden sind wir da. Sind wir auch in 4 Runden da? Ja, da kann ich aber den anderen noch rüberholen dann, ne? Gut, mehr gibt es hier eh nicht. Ach, da oben könnte man noch eine Siedlung finden. Genau, da war, glaube ich, eh noch eine Siedlung, ne? Ja. Gut. Ist halt dann die. Ja, genau, die zwei Fischer kommen dann gleich hier hin. Dann haben wir die zwei nämlich auch. Und dann haben wir, glaube ich, alle Sonderdinger belegt, ne? Ey, jetzt hat er schon wieder 6 Einheiten verstärkt. Also langsam nervt es mich. Ey, 18, 12, 11, 9. Ey, ich mache überhaupt nichts und er verstärkt hier die Truppen oder was, ne? Was haben wir denn hier eigentlich? Ein Meisterschmied, einen freien Kolonisten.
würde sagen, der Meisterschmied, der kann mit hier oben rein. Aber wenn der noch da ist, dann hat er hier mal locker alles unter Kontrolle, ne? Zwei Meisterschmiede. Und hier fehlen, glaube ich, Werkzeuge eh, ne? Dann sammelt ihr euch erstmal dort. Gut, so. Der sammelt sich so. Ja, wenn du jetzt hier das halt machen musst. Also gibt es wenigstens ein paar Fälle nebenbei, ne? Aber neben den Stallungen kannst du auch gleich nochmal ein paar Wagen machen. Ein Wagen, der die Route nimmt und ein Wagen, der die Route nimmt, ne? Hey, jetzt nimmt er 7 Einheiten. Hey, hallo. Habe ich ihn zu sehr verärgert, oder was? König von Frankreich. Ich werde euch nur beschützen, wenn ihr es nötig erachtet. Okay, gut. Dann, wie sieht's mit euch aus? Erfreut. Wir möchten euch einen Handel vorschlagen. Geht nicht. So. Wie sieht's denn mit anderen aus hier? Sian, die Katze lässt das Mausen nicht. Ja. Dass ihr alle sauer seid auf mich, ist klar, ne? Ich frag mich nur immer, warum. Entschuldigung. So. Ein Meisterschmied. Okay. Den können wir zumindest mal. Kolonist. Und was war das hier nochmal? Ein freier Kolonist. Gut, dann können wir ja mal schon mal die freien Kolonisten schon mal hier hinbringen. Der Meisterschmied kann zwischendrin noch das Holz hier holen, ein wenig. Stallungen brauchen noch so viel. Die 2. Ihr könnt jetzt mal da unten hingehen, um Fischer zu werden. Mensch, aber bis hier mal was aus der Mission rauskommt, das dauert halt auch ewig, ne? Sechsundneunzig, ja, da brauche ich noch ein bisschen, bis ich da hinten bin, ne? Du hast auf jeden Fall jede Menge Werkzeuge gleich. Klappt das? Ja, das Sägewerk sollte klappen. Noch 9 Runden. Stallungen, alles klar. Jetzt gucken wir mal. So.
Ach, da muss ich jemanden reinsetzen und dann. Okay, so. Machst du jetzt erstmal das so. Nochmal ein paar Planwagen. Plus zwei Pferde, okay. Ach, Rancher ist ein Pferdezüchter, okay. Also im ersten Teil, da brauchte man die Pferde, da sind die Pferde einfach so hier reingegangen, ne? Jetzt passiert das hier rüber, okay, gut. Also du kriegst sowieso jetzt einen neuen. Will ich mal. Ah, noch was. Ein Gebäude fertiggestellt. Okay. Welches Gebäude sollst du denn jetzt noch fertigstellen hier? So. Tabakwaren, Fischbetrieb, ne? Sägewerk vielleicht auch noch. Du hast auch noch so viel Holz dort. Du könntest sogar permanent irgendwas bauen. Ja, komm, wir können dir auch gerne noch ein Sägewerk bauen, ne? Nee, aber ich würde sagen, du kannst hier, mal anfangen, Leute für die Kirchen und vielleicht für die Druckerpressen oder so noch zu holen, ne? Und wenn du hier jetzt noch alles vollstellst mit Nahrung, könntest du da ja dann auch Kirchen und ja. Eine Kirche in 13 Runden. 10 Runden sind so viel. Ich würde aber eher sagen, du kannst auch einfach mal jetzt ein bisschen Nahrung scheffeln. Und Politikpunkte. Dann brauchst du nichts anderes bauen. So, plus 50% Ureinwohnerbekehrungsrate Mission. Nein, das wollen wir nicht. So. Der erste hier bei den Ureinwohnern leben. Es wäre mir eine Ehre. Und der zweite, nur auf der Durchreise. Und der zweite hier. Du steigst mal eben aus. So, und machst dich hier rüber. Warten. Wie lange noch um das hier noch eine Runde, dann bist du auch, dann hast du auch dich vergrößert. Oh, José de Martin hat euch den Krieg erklärt. Oh, das finde ich jetzt gar nicht nett. Das finde ich jetzt mal gar nicht nett. Bei den Ureinwohnern leben. Dann. Ja, gut. Du streitest, gibst mir den Krieg, weil du derjenige bist, der
mir noch am ehesten jetzt gefährlich werden kann, oder was? Und dann, das sind wie viel? Vier, genau. Was sind denn jetzt die feindlichen Truppen eigentlich, ne? Ein freier Kolonist, ein Kolonist, Planwagenkonvoi, Pionierkolonist. Okay. Bist du jetzt irgendwo gelandet? Ich sehe es nicht. Gut, jetzt fragen wir erstmal unsere Freunde. Nämlich ihn. Krieg erklären, geht nicht. So, erfreut. Erfreut, vorsichtig, vorsichtig. Vorsichtig. Ihr habt Jahre des Friedens, ja. Ihr habt euch geweigert, meinen Ring zu küssen. Dieser Krieg beeinträchtigt unsere Beziehung, ja. Kein Interesse an euren Lügen, alles klar. Gut, naja, wenn du meinst. Du kannst mal. Dann gehst du ein Feld nach hinten jetzt, so, dass du mal aus dem Blickfeld. Ah, Scheiße. Jetzt haut der ab. Das ist nicht gut. So, dich brauche ich jetzt mal und zwar als Soldat. Und nicht als was anderes. Und dich brauche ich jetzt mal hier für die Nahrung. Bauer, nein, wenn du das machst. Du kannst jetzt mal hier Meister Rancher machen, so, damit du mal ein paar Pferde da züchtest. 15 Runden. 11 Runden. Okay. 15 Runden habt ihr aber 30 Pferde gemacht. Okay. Nein, kein Krieg, aber du musst mal nach da oben gehen. Und du, ihr habt hier zwar keine da, aber ihr habt. Ihr habt hier Kanonen, alles klar, gut. Und deswegen ist es wichtig, dass hier die Waffenkammer jetzt gleich fertig wird, ne? Zwei Runden. Och, Mist. Da fehlt es jetzt echt einmal, ne? Okay. Aber du wirst sowieso zum Soldaten jetzt. Na, und du dahin, genau. Und du auch zu dem. Fehlt aber jetzt leider einer. Einer fehlt, ne? Okay. Gut, ich kann sowieso nicht mehr. Einmal geht sowieso nur. Defensivbonus 25. Kannst dort verteidigen. Da will ich hin. 339.
noch mal die Pferde reinholen oder was, ne? So, ihr erklärt mir den Krieg und macht was? Gar nichts oder was, ne? Habt ihr hier jetzt irgendwelche Sachen? Also, soll ich eure Siedlung übernehmen oder was? Verschanzungsbonus 5%. Hey, wo sind denn jetzt die feindlichen Einheiten? So. Planwagenkonvoi, normale Soldaten. Ach, hier oben geht es noch weiter wahrscheinlich, ne? Aber da ist auch schon wieder Eis, oder? Nee, das ist kein Eis. Noch mal das, genau, und du gehst dort drüber. Was will der dort haben? Was wollte der haben? Wolle oder was, ne? Einen Soldaten drin und der hat auch einen Soldaten drin, ne? Ne, angreifen tue ich euch nicht, ne? Sag mal so, du kannst innerhalb von... einer Runde dort, einer Runde dort, einer Runde dort. So. Ja, dann wieder zurück. Durchreise. Der Fischer geht da drauf. Okay, und du sagst Fähigkeit lernen. Vielen Dank. Und du wartest hier, bis der zweite Fischer erlernt hat. Ah ja, und du erlernst da unten. Okay. Fischer erlernen dauert wohl ein bisschen länger, habe ich den Eindruck. So. So. Eisen dafür. Eine Runde dafür. Und so, oder? Könntest eigentlich auch... Was könntest denn sonst machen hier? Nix anderes, ne? Planwagenkonvoi ist gleich fertig. Und dann noch ein Planwagenkonvoi. Haben wir hier einen Weber,
Ein Zigarrendreher, einen Schuldknecht. Kann zumindest die Zigarren hier drehen, ne? 9 zu 10. 4. Ist da zumindest ein bisschen mehr von, ne? Und was haben wir hier? Gar nichts, ne? Eigentlich hätte er hier jetzt die Pelzmäntel machen sollen, ne? Aber er nimmt hier das Essen. Es sind feindliche Truppen in der Nähe der Stadt Cayenne gesammelt. So, Planwagenkonvoi. Noch eine, alles klar. So. Siedlung untersuchen. Jetzt kann ich Waffen produzieren. Da unten sind die Waffen. Alles klar. So. Dann produzieren wir Waffen. Sind drei. Sind sechs. Alles klar. Sechs Waffen pro Runde. Welche Siedlung? Ach so, da muss ich immer noch was machen. Okay. Zweihundert Runden für eine Kanone. Junge, Junge, ist das braucht ihr aber lang, ne? Gut. 90 Runden für das Fort. Ich würde sagen, Magazin 6 pro Bürger. 300 Runden. Wahnsinn, ist das eine Menge. So, Politikpunkte. Oh, da ist sogar einer ein Berittener, okay. So, du gehst auch erstmal da runter, Britten. Und du machst die 4. Du wartest auf die anderen zwei. Nein, keinen Krieg erklären. Hat 26, alles klar. Du kannst schon mal darüber gehen. So. Pferde. So langsam kommen ein paar Pferde ins Spiel. Ja, der gute König, hä? Wir werden angegriffen. Wie wär's, wenn du mir, König von Frankreich, wenn du mir etwas gibst, sonst sind deine Kolonien gleich futsch. Ich habe hier zwei Kanonen. Die muss ich mal irgendwie mal langsam rüberkriegen, ne? So, die Truppen, ne? Okay. Zwei konvertierte Ureinwohner an. Nein, das will ich nicht. Mir fehlen nicht mehr viele. Dann habe ich die plus 25% auch noch. Super. Mache ich denn irgendwo noch Glocken? Ach, hier mache ich noch Glocken. Stimmt. Hier werden noch Glocken produziert.
Ja, okay. Produziere ich irgendwo anders auch noch Glocken? Nee, nur an der einen Stelle, ne? So. Sind die zumindest schon mal hier mit drin, ne? 2, 3 Stärke. So. Verschanzungsbonus. Jawohl. Das Sägewerk ist gleich fertig. Okay. Du kannst wieder Pelzjäger spielen und du spielst Nahrungsjäger. Ja, wenn ihr da oben ankommt, dann komme ich schon hier unten an, ne? So, 29 passt. Nehmen wir alles mit. Hier rüber. Ne, komm, hopp. So. Eure Mission hat Ureinwohner. Okay, da kommt jetzt der erste. Alles klar. So. Jetzt die Frage. Das ist ein Späher und ein freier Kolonist. Und der steht hier mitten. Defensivbonus 50% Wald. Ja. Kannst du irgendwie. Kannst du, glaube ich, irgendwie den Bonus machen, oder? Durch das. Plus 3 davon. Ah ja, gut. Dann kannst du den nehmen und du gehst dahin. Bürger aus der Stadt werfen. Pferde auf den drauf werfen ist auch nicht richtig. Warum kannst du denn den jetzt nicht ändern, ne? So, und jetzt den in einen Dragoner. Dragoner, jawohl. So. Stärke 4, Rückzugschance 30%, plus 50%, Angriff, Kampfeinheit, Veteran. Sehr gut. Und du produzierst noch mehr Waffen. So, wenn du den angreifen würdest. Hast du eine Chance von 99,4, ihn zu vernichten? Ja, aber das machen wir erst beim nächsten Mal. Bis dann, sagt der Captain.